Ja, mein Name ist Ulrich Bruchholz, ich bin Filmemacher aus Berlin. Ich arbeite vor allem im Guerilla-Bereich, also da sind meine privaten Projekte immer, das bedeutet halt so gut wie ohne Geld, also einfach mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Bis zum Jahr 2008 habe ich halt alle möglichen Kurzfilme mit Freunden gemacht und dachte dann aber irgendwie Anfang 2008, dass es Zeit wird, irgendwie mal was Größeres zu machen. Damals, ich glaube, das war im Januar oder Februar 2008, habe ich mich noch nicht rangetraut an einen 90-Minüter, dachte aber, also einen kompletten 90-Minuter selbst zu machen, dachte aber, dass ein Spielfilm das nächstbeste Projekt irgendwie für mich wäre. Da mir aber halt 90 Minuten erstmal zu viel waren, war meine Idee, dass ich erstmal die ersten 10 Minuten von einem 90-Minuter drehe und in den ersten 10 Minuten halt irgendwie alles zeige, was ich halt selbst kann und was die Leute, die halt bei mir vor der Kamera sind, ja, leisten können. Und mit den 10 Minuten wollte ich dann irgendwie zu irgendwelchen Produzenten gehen, in der Hoffnung, dass die dann irgendwie Geld geben und das restliche Projekt finanzieren. Bei mir ist es so, dass ich halt ein riesengroßer Hongkong-Film-Fan bin, vor allem aus der Ecke hier Jackie Chan, Bruce Lee, John Woo. Und darum sollte der Film auf jeden Fall auch in die Richtung gehen. Es sollte halt möglichst große Kampfszenen geben. Und daher musste innerhalb dieser ersten 10 Minuten, die ich halt drehe, unbedingt eine riesengroße Martial-Arts-Prügelei halt vorkommen. Das war erstmal mein erster Punkt, den ich halt haben wollte. Der zweite ist, als Hauptdarsteller wollte ich einen sehr guten Freund von mir haben, Mike Möller, der ist halt Stuntman, hat aber noch nie groß Schauspielerprojekte gemacht. Also er hatte absolut gar keine oder fast gar keine Referenzen als Schauspieler. Und darum war meine primäre Aufgabe irgendwie zu beweisen, dass er gut spielen kann, also dass er seinen Charakter halt gut rüberkriegt. Ja. Und die beiden Dinge wollte ich halt unbedingt in diesen ersten 10 Minuten unterbringen. Interessant war dann, also bis zu dem Punkt habe ich halt irgendwelche Schlägereien und Prügeleien irgendwie gedreht mit 2, 3 Leuten. Diesmal hatte ich halt im Kopf, ich will mindestens eine Action-Szene mit 20, 30, 40, 50 Mann drehen. Was schon mal relativ utopisch ist. Und wo ich auch wusste, ich kriege auf gar keinen Fall 40 Mann zusammen, um diese Szene halt irgendwie auf die Beine zu stellen. Da habe ich überlegt, wie haben es nun die Hongkong-Filme in den 80ern gemacht, wie haben sie geschafft, halt so große Szenen zu machen. Und das war so ein Standardtrick aus den 80er Jahren, ob es nun John Woo-Filme oder Jackie Chan-Filme sind. Die haben immer gegen Arbeiter in weißen Anzügen gekämpft. Du hast halt Leute in weißen Anzügen und kannst mit 5 Stuntmen eine Szene mit 30, 40 Mann erzählen. Also du nimmst einfach irgendwelche Komparsen, die dann Hintergrund stellst mit weißen Anzügen und dann deine 5 Stuntleute, die halt richtig gut sind und denen ziehst du halt auch weiße Anzüge an. Niemand bemerkt den Unterschied. In der Kampfszene achtet sowieso jeder nur auf den Helden. Weshalb das dann auch meine Lösung war. Ich habe mit Mikey telefoniert. Mikey hat irgendwie 10 weiße Anzüge bestellt. Und damit war halt schon mal die Grundidee, hat halt irgendwie Stand. Als nächstes war halt eine Location relativ wichtig. Wo kann man halt eine große Kampfszene drehen? Und da ist auch der nächste Punkt. In jedem dritten Hongkong-Film aus den 80er Jahren kämpfen die in einer Fabrikhalle. Weil in der Fabrikhalle hast du irgendwelche Paletten. Auf irgendwelchen Paletten kann man coole Stürze machen. Und damit hast du halt schon mal alles, was man für eine gute Kampfszene braucht. Du hast halt irgendwelche kranken Stunts. Du hast ganz viele Leute. Also du hast ja nicht viele Leute, aber es sieht aus, als wenn du ganz viele Leute hast. Und damit ja, dachte ich, dass ich loslegen kann. Nun, selbst wenn du halt probierst mit 10 Leuten so eine Szene zu machen, habe ich sehr schnell festgestellt, dass es ein absoluter Horror ist, 10 Leute an einen Drehort zu bekommen, wenn du absolut nichts zahlst. Wir wollten die Szene irgendwie im Februar drehen, Ende Februar oder März 2008. Gedreht haben wir sie dann Ende Mai und wir haben es halt 6-mal hin und her verschoben und kamen dann endlich, ich glaube Ende Mai dazu, halt diese Szene zu drehen und es war dann halt auch noch sehr lustig, weil Mikey halt einen Job in einem Hongkong-Film bekommen hat, wo er 2 Wochen lang in Hongkong irgendeine Kampfszene gehabt hat und kam halt mehr oder weniger 2 Tage bevor wir den Dreh hatten zurück aus Hongkong und war komplett durch, also total fertig, aber Mikey ist halt ein relativ knallharter Typ, der hat es einfach trotzdem irgendwie durchgezogen. Nun kam das war jetzt also kein großes Problem, aber das Problem entstand dann halt beim Dreh. Also weil wir haben mit einem Freund von Mikey geredet, der halt in dieser Fabrik arbeitet, in der wir Jahre zuvor schon mal einen Vampirfilm gemacht haben. Wer heute früh schon da war, hat den Vampirfilm gesehen. Auf jeden Fall dachten wir, dass es absolut kein Problem ist, in dieser Fabrik zu drehen. Aber was sich geändert hat, ist der Hauptbesitzer. Der Hauptbesitzer von der Fabrik war diesmal ein anderer. Das war irgendein Großindustrieller in Paris. Erstmal komplett unwichtig für uns,
Wurde dann aber wichtig, weil der hat in der ganzen Fabrik Kameras aufgehangen, um halt zu gucken, ob seine Leute arbeiten. Wir haben eigentlich in einer leerstehenden Halle irgendwo gedreht gehabt, mussten aber auf Toilette. Und um auf Toilette zu gehen, mussten wir halt durch den benutzten Teil der Fabrik gehen. Und der saß halt noch einmal in Paris, an einem Sonntag oder Sonnabend war das, wo die Fabrik eigentlich geschlossen ist, hat aber trotzdem anscheinend seine Monitore an und sieht auf einmal, wie andauernd Typen in weißen Anzügen da durchgehen. Schön und gut. Auf jeden Fall gab es dann halt dadurch Probleme, weil er halt irgendeinen Vorarbeiter im benachbarten Ort hatte, mit dem er halt Kontakt hat und der dann halt zu uns geschickt wurde und auf einmal durch die Halle gelaufen ist. Und wir dachten, wer ist denn nun dieser Typ, der durch die Halle läuft? Haben uns aber keine Sorgen irgendwie gemacht. Und plötzlich kam halt dieser Anruf aus Paris, dass wir angeblich einen Pornodreh dort in der Halle machen und schnellstmöglich verschwinden würden, verschwinden sollen, da wir sonst von der Polizei rausgeworfen wären. Auf jeden Fall mussten wir halt innerhalb von 20 Minuten das ganze Gelände verlassen und hatten halt gar keine Chance, irgendwann wieder dort zu drehen. Nun dachten Maike und ich, dass wir jetzt irgendwie demnächst eine andere Location suchen müssen und da halt diese Szene fortsetzen, damit wir diese ersten 10 Minuten unseres 90-Minuters hinbekommen. Dann änderte sich in meinem Leben was, nämlich die deutsche Fernsehserie Lasko, die Faust Gottes, ich weiß nicht, ob ihr die irgendwie kennt, auf jeden Fall, die ging dort in Produktion. Und ein sehr guter Freund von mir, Mathis Landwehr, spielt halt die Hauptrolle und wusste, dass ich sehr gut mit Stunt-Szenen mich auskenne und hat mich halt mit ins Team geholt. Und das hieß dann, ursprünglich war geplant, dass wir 5 Monate halt Lasko drehen. Und ich dachte noch, so naiv wie ich damals war, jedes Wochenende drehe ich halt meine 10 Minuten weiter und ist gar kein Problem. Bei Lasko ging es dann halt so, dass wir nach 8 Wochen einen Drehabbruch hatten, weil die Chefetage von RTL nicht zufrieden war mit dem, was das Team geleistet hat und hat halt nach 8 Wochen 80% des kreativen Teams von Lasko komplett ersetzt, inklusive von 5 Hauptdarstellern, 4 Hauptdarsteller. Alles ersetzt und wir mussten die ganze Serie von vorne anfangen zu drehen. Was dann im Endeffekt hieß, dass wir halt 10 Monate, glaube ich, an Lasko gedreht haben mit einem Arbeitseinsatz von 15 Stunden am Tag, 6 bis 7 Tage die Woche und das halt über 10 Monate. Da war absolut gar keine Chance, irgendwie irgendwas nebenbei zu machen. Nichtsdestotrotz, in der Zeit, um halt jetzt die Leute, die da irgendwie involviert waren in mein 10-Minuten-Projekt, wie es damals hieß, habe ich halt einen Teaser zusammengeschnitten. Den möchte ich euch mal kurz zwischendurch zeigen, bevor ich weiterrede. Damals dachte ich noch, dass ich 2009 damit fertig sein werde, mit diesem 10-Minuten-Projekt. Auf jeden Fall, innerhalb dieser Zeit von Lasko habe ich halt viel nachgedacht, wie kann man jetzt dieses Projekt irgendwie vorantreiben. Maike und ich haben uns auch mehrmals mit irgendwelchen Produzenten getroffen, also Leute, die irgendwie aus dem Filmbereich Gelder halt geben. Und jeder hat uns gesagt, die Chance, mit diesen 10 Minuten an Geld zu kommen, egal wie gut es ist, also wir könnten jetzt die krasseste Szene, die es überhaupt irgendwie gibt, machen, ist dennoch fast null. Der Grund dafür ist, weder ich habe irgendwelche bedeutenden Credits, also niemand wird mir als Regisseur irgendwas anvertrauen. Und das Gleiche ist halt mit Maike. Maike ist halt Stuntman, da sehr bekannt, sehr gut, aber er hat absolut keine Credits als Schauspieler. Damit ist die Chance, halt irgendwie an Geld zu kommen, fast null. Und da ging dann bei mir die Überlegung weiter, ich wollte dieses Projekt nicht aufgeben. Ich wollte unbedingt 90 Minuten machen und wie fange ich das jetzt an? Und bei mir ist halt so ein Ding, wenn ich zu lange überlege, finde ich zu viele Gründe, warum ich es halt nicht machen sollte. Und darum fange ich halt meist einfach an. Also mache einfach irgendwas und hoffe dann, dass nach einer bestimmten Zeit ein Projekt zustande gekommen ist. Und meine nächste Überlegung war, ich habe bis jetzt noch nie einen Film groß mit Story gemacht. Ich habe es immer nur probiert, bei den Kurzfilmen irgendeine Atmosphäre zu erzählen, dann irgendeine besondere Kampfszene. Und das war bisher alles, was ich gemacht habe. Also ich habe keine dramatische Entwicklung des Haupthelden, nichts dergleichen gemacht und musste mir nun die Frage stellen, wie kriege ich das hin,
trotzdem halt 90 Minuten zu machen, der auch für Leute, die halt nicht für Kampfsport irgendwie sich interessieren, interessant ist. Und dann habe ich mich halt mit einem Freund von mir getroffen, Johannes Heger, das ist der Regisseur und Autor von einem Independent-Projekt von 2003, Kampfansage heißt der Film. Auf jeden Fall hatte er mir angeboten, dass er mir das Drehbuch schreibt. Wo ich erstmal dachte, total cool, Drehbuch, geil, Problem gelöst. Auf jeden Fall treffe ich mich mit Johannes und er hat sehr viele schlaue Gedanken gesagt und was ich halt machen soll. Und vor allem hat er mir gesagt, was ich alles nicht machen soll. Und das war dann für mich, dieses Gespräch war sehr realistisch, aber ich habe gemerkt, dass das Gleiche, wenn ich zu lange nachdenke, blocke ich zu viele Ideen, die ich interessant finde, ab. Und er hat halt auch schon von vornherein gesagt, du kannst das nicht machen, du kannst das nicht machen, aus dem und dem Grund, wegen dem Budget. Und ich wollte einfach diese Einschränkung nicht. Ich wollte einfach, so groß es geht, irgendwie planen und probieren, das irgendwie umzusetzen. Darum habe ich zum Ärger von Mikey und all meinen Freunden das Angebot abgelehnt und habe gesagt, ich mache selber den Film, ich schreibe selber das Drehbuch. Ich habe zwar noch kein einziges Drehbuch, noch nicht mal eine Kurzgeschichte geschrieben, aber ich probiere es, muss ja irgendwie klappen, da ich diesen Film machen will. Und da war mein nächster Gedanke, wie komme ich da möglichst leicht durch? Und dann habe ich überlegt, ein Kampfsportfilm ist normalerweise in dem Niveau wegen, also die Art, wie ich ihn erzählen will, kaum im Kino veröffentlicht, sondern wird meist Direct-to-DVD oder Direct-to-Video, also einfach in die Videothek gebracht. Nun, faszinierend ist bei halt den typischen DVD-Veröffentlichungen, dass es innerhalb der letzten 15, 20 Jahren insgesamt vielleicht 2 oder 3 Geschichten gibt, die immer und immer wieder mit einer kleinen Abänderung verfilmt werden. Das ist halt meist, es gibt einen Hauptheld, der hat einen Bruder, eine Freundin, ein Familienmitglied, was auch immer, das wird umgebracht, verkrüppelt, irgendwas. Er will Rache nehmen, ist nicht gut genug, probiert es dennoch, kriegt auf die Schnauze, lernt einen Meister kennen, findet ein Buch, wo irgendwelche Weisheiten drinstehen. Auf irgendeine Art wird er besser, kriegt nochmal die Chance, gegen den Bösen dann Endgegner zu kämpfen, gewinnt, fertig. So die 0815-Story, die fast überall auftaucht. Und dann dachte ich, perfekt für mich, ich kenne halt fast alle Filme von dieser Art, kann ich also nichts falsch machen. Dann habe ich überlegt, also meine Story hatte ich, Mikey war mit der Story auch total zufrieden, weil eigentlich alles, was Mikey wollte, ist halt möglichst spektakuläre Kampfszenen haben. Damit war auch schon mal cool, er war zumindest mit der Story zufrieden. Hat aber noch abgelehnt, bei dem Film mitzumachen. Weil er meinte, er macht mit, sobald ich das Drehbuch geschrieben habe. Nun ist für mich so, ich habe halt noch kein Drehbuch geschrieben und ich kann mich halt nicht hinsetzen und jetzt über 3, 4 Monate ein Drehbuch schreiben. Weil einfach da auch wieder die Motivation bei mir verloren geht und das alles irgendwie... Mir, egal wie naiv und dumm es ist, aber mir ist es dann zu langweilig, diese Geschichte zu schreiben. Also befasse ich mich halt mit irgendwelchen anderen Aspekten. Und meine erste Überlegung war, wie kann ich meinen Film, der absolut kein Budget hat, mindestens genauso teuer aussehen lassen wie all die Filme, die direkt auf DVD und Video veröffentlichen werden. Weil es muss ja irgendeine kreative Möglichkeit geben, wie ich es halt dennoch hinkriege. Und darum habe ich mir erstmal ein Setting überlegt. Welches Setting ist perfekt, damit man kein Geld ausgeben muss? 50% der B-Filme, die rauskommen, spielen in der Endzeit. Bei denen ist die Endzeit meist so, dass am Anfang sieht man ein schönes Matte-Painting, wo eine kaputte Brücke zu sehen ist, eine kaputte Stadt oder was auch immer. Das Matte-Painting erzählt die Atmosphäre und danach gibt es eigentlich nur noch Aufnahmen in der Wüste. Höchstwahrscheinlich eine Sandgrube und da wird dann die komplette Endzeit erzählt. Das ist nicht, was ich machen wollte. Also ich wollte nicht so billig werden, ich wollte, blöd gesagt, das Niveau von I Am Legend oder was auch immer erreichen. Also ich wollte Straßenzüge zeigen und alle möglichen kaputten Häuser und ich wollte einfach großes Budget halt vorgaukeln oder halt präsentieren. Da Mikey immer noch nicht bereit war, an dem Film mitzumachen, da ich ja kein Drehbuch hatte, habe ich mir überlegt, meine Zeit investiere ich jetzt, Locations zu finden. Und da ist ganz faszinierend heutzutage mit dem Internet. Es gibt halt für egal welches Interessengebiet, gibt es irgendwo eine Gruppe, die sich damit beschäftigt. Also, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es halt Leute, die halt kaputte Häuser suchen und kaputte Endzeitgebiete und was auch immer und machen halt Fotos, lostplaces.de und was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich da schon mal davor mitbekommen, es ist ganz schwer an richtig gute Locations irgendwie ranzukommen, weil es so ein sehr exklusiver Kreis ist halt. Sobald man halt irgendeine total krasse Location gefunden hat, also als Fotograf in dem Fall, gibt man sie kaum weiter. Also wie komme ich an diese Leute ran? Also habe ich angefangen selbst zu fotografieren, selbst Fotos zu machen, die halbwegs vernünftig aussehen, habe die halt gepostet und nach 3, 4 Postings und noch ein paar Videos, die ich schon in der Vergangenheit gedreht habe, habe ich angefangen, die Leute zu kontaktieren. Und da war dann
die Rückmeldung erstaunlich gut von den Leuten. Also ich habe sofort irgendwie eine Handvoll von Locations bekommen gehabt, die dann auch total faszinierend waren. Also eine der faszinierendsten Locations für mich ist, in Berlin, im Umland von Berlin, steht noch ein kompletter Flughafen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also ein Flughafen, drei riesengroße Hangar und komplette Baracken, irgendwie halb so groß wie Stuttgart. Ein bisschen übertrieben, aber riesengroß. Und irgendwie nicht mal irgendwelche Location-Scouting-Organisationen wissen davon. Aber der Flughafen steht da, der ist direkt hinter einem Paintball-Gelände. Also da ist ein Paintball-Gelände, die Leute spielen in irgendwelchen aufgebauten Endzeitbaracken und schießen sich da gegenseitig ab. 3 Meter hinter einem Busch ist halt ein Zweiter Weltkriegs-Angriffsflughafen, der so krass aussieht, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Somit hatte ich schon mal die erste Location, die irgendwie absolut perfekt für mich war. Die zweite Location, die total beeindruckend ist, ist halt ein altes Chemiewerk aus der DDR. Das steht auch mitten in Berlin und ich dachte, wird absolut problemlos sein, dahin zu gehen. Und meine Location-Tour hatte ich am 25. Dezember gemacht, sprich Weihnachten. Das Ding, der Grund, warum ich da die Location-Tour gemacht habe, um 10 Uhr früh, ist, weil die Chance, dass ein Sicherheitsbeamter um die Zeit an dem Tag dort auf dem Gelände ist, ist fast null. Ich dachte mir, jetzt kann ich problemlos mit meiner Kamera dorthin gehen, ein paar Location-Fotos machen und ja, gucken, wie es aussieht. Fakt war, ich gehe hin zu dem Gelände und es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert, von riesen Location, also ein Security-Typ auf mich zugerannt kommt und mich fragt, was halt da los ist, warum ich halt hier bin, was ich für Fotos machen will. Und ich hatte halt unwissend zu dem Moment meine RTL-Action-Konzept-Lasko-Jacke an und probiere den halt zu erzählen, dass ich einfach nur ein kleiner Fotograf bin, der nichts mit einem Film zu tun hat, noch nie in meinem Leben links. Er guckt halt nur hoch und runter an mir und meint so, aha, und hat mich halt irgendwie weggeschickt. Der Grund für diesen Secure-Typen war, dass zu der Zeit Quentin Tarantino in Berlin gedreht hat, in Glorious Bastards. Und die haben halt auch diese Location rausbekommen, weil dort die Europas größte Betonhalle halt steht. Eine komplette Halle, wo das ganze Haus reinpassen würde aus Beton. Und dort haben sie halt, wer den Film kennt, am Ende brennt halt so ein Kino ab. Und das komplette Kino für diese Brandszene haben sie in dieser Halle gemacht, da die Halle nicht abbrennen kann, da sie komplett aus Beton ist. Auf jeden Fall, Quentin Tarantino oder seine Produktionsfirma hat dieses ganze Gebiet für 3 Monate komplett gebucht gehabt mit Security und allem. Es gab absolut keine Chance, dahin zu gehen. Gut, Pech gehabt. Also eigentlich Glück, weil 3 Monate später war ich auf dem Gelände, nachdem die dann runter waren. Ist also kein Problem gewesen, aber das ist auf jeden Fall interessant, was einem passieren kann, wenn man halt Weihnachten um 10 Uhr früh durch die Gegend reist. Auf jeden Fall, mit der Zeit habe ich dann immer mehr Locations gefunden und war mir absolut sicher, dass ich halt zumindest den Teil meines Films gut erzählen kann. Also ich werde es schaffen, irgendwie durch interessante Bilder ein gutes Setting zu haben, was halt nicht so billig wirkt wie halt irgendeine Wüste. Der nächste Punkt ist, der 0815B oder Videofilm gibt sich kaum Mühe, was irgendwie Kostüme oder so angeht. Oder ja, in die Richtung. Da dachte ich, da Mikey noch nicht mitmachen will, dann niemand anders bei dem Film bisher mitmachen will, setze ich mich mal ran und entwerfe mal halt ein paar Logos. Um meine Grundstory habe ich mir gedacht, dass es halt irgendwie in meiner Welt, die ich erzählen will, gibt es halt eine große böse Corporation, die halt alles leitet, wie in jedem zweiten Science-Fiction-Film aus den 80ern. Fand ich total cool. Und habe dann lauter Firmenlogos mir irgendwie ausgedacht. Anfangs dachte ich, dass es total leicht ist, sich ein Logo auszudenken. Ein Logo sieht ja immer total einfach aus. Aber ist es nicht. Das war so meine erste Version von dem Cosmos Corporation, wollte ich die große, weltumspannende Firma nennen. Problem ist, die gibt es in den USA, ich kann die natürlich nicht so nennen. Aber ich habe dann mit der Zeit verschiedene Entwürfe gemacht, hatte mich dann irgendwie für dieses Logo entschieden. Die Pyramide ist aus dem Grund drin, weil ich in Blade Runner diese Pyramide immer relativ cool fand und dachte, irgendwie muss eine Pyramide mit rein. Und dann wollte ich das halt. In meinem Film sollte unbedingt ein großes Kampfsportturnier im Stil von Bloodsport, jeder kennt Bloodsport, oder? Der Van Damme-Film, irgendwie auftaucht und dann musste von einem Fernsehsender übertragen werden, der zu dieser Corporation gehört. Dadurch entstand Network 22. Kleine Seiteninformation, eine der coolsten 80er Jahre Cyberpunk-Fernsehserien ist Max Headroom und da gibt es Network 23. Egal. Auf jeden Fall auf diesen
diesen Zeichen dort links war, warum auch immer, das gibt keinen Grund, warum das Zeichen so aussieht. Auf jeden Fall entstanden da weitere Logos, ich habe es einfach auseinandergezogen und irgendwas dazu geschrieben. Sieht alles relativ billig aus, aber sollte ja nur im Hintergrund sein. Dann, was ich auch unbedingt haben wollte, waren halt große, böse Soldaten mit riesengroßen Kanonen, die Riot Division. Da hat mein Kumpel Ete dieses Logo in der Mitte gezeichnet und ich habe irgendwie Transformer-mäßig irgendwas drumherum gemacht. Dachte, hier unten ist übrigens auch das Cosmos Corporation Logo, weil die gehören ja natürlich dazu. Wie dem auch sei. Das nächste war dann Kostümdesign. Ich wollte halt ein paar besondere Kostüme haben und das waren halt jetzt die großen, bösen Cyberpunk-Soldaten. Die haben sich halt so entwickelt, dass ich, also übrigens, das bin ich. Ich stehe in meinem Wohnzimmer. Das sind Neonröhren, die irgendwo aus irgendeinem Grund mal bei mir rumlagen. Und ist ja auch alle zu dunkel, egal. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, irgendwelche Poster-Designs zu machen, wo ich dachte, die können dann irgendwann später digital in der Stadt eingefügt werden, damit die Stadt größer aussieht, damit sich diese ganze Grundidee von mir irgendwie besser verkauft. Hier, das ist die große Kanone, hat 20 Euro gekostet, sind zwei Abflussrohre plus ein Holzbrett, was noch irgendwo bei mir rumlag und ja, schwarze Farbe. Ja. Hier ist, zu jeder guten Kanone gehört halt ein Backpack, wo ganz viele Patronen drin sind. Das wurde von Etienne, der da vorne übrigens sitzt, gezeichnet und gebaut. Genau. Dann ein wichtiger Punkt, wie überhaupt mein Film zustande kam, da, wie gesagt, Mikey nicht davon überzeugt war, dass es vernünftig ist, einen Film ohne Drehbuch zu drehen. Warum auch immer. Auf jeden Fall konnte ich meinen Kumpel Mattes, der lustigerweise auch der Hauptdarsteller von Lasko war, konnte ich sofort überzeugen. Ich habe halt gemeint, ich mache einen großen Kampfsportfilm. Und er meinte, ja, cool, ich bin dabei. Ist mir egal, wann, wie, warum. Drehbuch braucht man ja auch nicht immer. Auf jeden Fall lief es dann so ab. Die ganzen Kostüme habe ich so designt, dass ich halt eine Grundidee hatte, die jetzt da links zu sehen ist. Ich habe mich einfach mit einer Spiegelbrille hingestellt und einem schwarzen Anzug. Dann habe ich das über Skype oder nee, ICQ zu Ete geschickt. Ete hat halt seine Idee daraus gemacht und dann ist ganz rechts sozusagen halbwegs fertige Design entstanden. Dann das nächste war, irgendwie musste ich ja die Logos auf diese Kostüme, die jetzt Ete gebaut hat, halt bekommen und ich habe erstmal nachgeguckt, wie teuer ist es nun halt einen T-Shirt-Druck zu machen. Ein T-Shirt-Druck war aber absolut out of budget für mich, weil halt, keine Ahnung, 10 T-Shirts zahle ich halt schon mal 40, 50 Euro. Ich weiß die genauen Preise nicht, auf jeden Fall war es mir halt viel zu teuer, aber ich wollte halt unbedingt diese Logos auf die T-Shirts und die anderen Dinge raufbekommen. Also war der nächstbeste Punkt für mich Klebefolien. Klebefolien gibt es beim Konrad, irgendwie 20 Stück für 5 Euro. Da druckst du dann halt einfach dein Zeug aus, klebst halt dein Logo oder was auch immer du hast auf die Rüstung und die Leute werden sowieso nicht erkennen, dass es nur raufgeklebt ist, sobald du noch ein bisschen Dreck rüber machst. Faszinierenderweise funktioniert das wirklich, weil ich selber nicht wirklich dran geglaubt hatte. Aber der Ablauf war dann von mir so, dass ich halt Fotos von Mattes von der Ruffen-Rüstung gemacht habe und dann digital erstmal eingefügt habe, welches Logo ungefähr wohin soll und wie das dann halt aussieht. Genau. Dann Mikey. Mikey hat sich, also noch eine kleine Seitenstory, ich habe dann angefangen mit Mattes-Szenen zu drehen. Hatte dann irgendwie schon 5 Minuten von Mattes zusammen. Hab dann, das ist auch ganz absurd, ich wollte halt unbedingt im Winter drehen. Und die Idee, wirklich den Film zu machen, also wirklich umzusetzen, kam halt bei mir irgendwann Ende September, Oktober. Und wir haben halt aber noch Lasko bis Dezember gedreht gehabt. Also waren wir schon mitten im Winter. Und ich habe nun gedacht, ich brauche unbedingt Aufnahmen im Schnee. Ich muss unbedingt Endzeit und Schnee passt super zusammen, sieht alles auch viel teurer aus, als wenn man es jetzt irgendwie im Sommer dreht, weil niemand anders dreht ja im Winter. Und da Mikey nicht drehen wollte und Mattes sich zu der Zeit noch nicht gefragt habe, musste ich halt einen Charakter entwickeln, der halt da schon rumläuft. Und damit, wer war immer dabei bei den Locations-Touren? Ich. Damit habe ich mein Stativ einfach mitgenommen, habe mich als bösen Charakter irgendwie in den Film reingeschrieben, habe gehofft, dass es schon irgendwie klappen wird und bin dann durch jede neue Location, die ich gefunden habe, in meiner selbstdesignten Rüstung irgendwie langgelaufen und habe schon mal lauter Moodshots gedreht gehabt, damit ich die halt irgendwie im Film halt irgendwie habe. Auf jeden Fall, 2 Monate später hat Mikey dann auf jeden Fall mitbekommen, dass wir drehen. Also ich drehe irgendwelche Szenen mit mir durch den Schneelaufen. Er wusste aber nicht, dass es nur durch den Schneelaufen ist und irgendwelchen Location-Touren. Er wusste halt, dass ich drehe. Mattes ist auf einmal dabei und ich drehe halt irgendwelche Szenen mit Mattes. Auf jeden Fall ist das Ego von Mikey ein bisschen gekitzelt geworden und Mikey war auf einmal auch beim Projekt dabei. Es war immer noch kein Drehbuch vorhanden. Auf jeden Fall haben wir dann
Aber eins wollte ich halt noch kurz sagen. Ein weiterer Punkt, wo ich überlegt habe, wie kann man einen Film teurer aussehen lassen, als er ist, ohne dass man irgendwelche Mittel hat. Also ich hatte kein Geld, um Scheinwerfer auszuleihen, ich hatte kein Geld für eine Crew, für einen Wetdown, was auch immer. Aber ich dachte, in jedem großen Film ist Nebel drin. Also brauche ich eine Nebelmaschine. Nebelmaschine kostet, wenn sie richtig schön viel Nebel machen soll und nicht professionell ist, sondern für einen Disco-Bedarf irgendwas, 120 Euro, die 120 Euro habe ich halt investiert, war mir aber unsicher, wie das halt nun laufen wird und habe daher erstmal einen Test gemacht. Das war irgendwann im Herbst 2008, auch wieder mit Ede. Also die Szenen ergeben alle irgendwie gar keinen Sinn, außer zu gucken, wie halt Nebel im Bild halt irgendwie wirkt. Und ich fand es total cool. Und ungefähr zu der Zeit entwickelte ich halt auch die Idee, dass der Film eine Hommage an 80er-Jahre-Filme sein muss. An 80er-Jahre. Deshalb, weil die Szene Nebel in den 80ern drin war, was total cool ist. Und weil halt Visual Effects in den 80ern noch viel einfacher waren als heutzutage. Heutzutage gibt es halt fette Kamera-Tracking-Shots, alles Mögliche. Was ein Riesenaufwand ist, aber in den 80ern, wenn du halt irgendwie eine große futuristische Stadt erzählen wolltest, gibt es halt eine Stativaufnahme, wo ein Matte Painting drüber gemalt wurde. Da habe ich mir überlegt, Matte Painting kriegst du auch irgendwie hin. Also habe ich gehofft, dass ich es hinkriege. Und daher wollte ich es unbedingt in diesem Stil halt irgendwie erzählen, halt einfach dann im Nachhinein vorgeben, ah, ich mache eine Hommage an die 80er, darum sieht es so billig aus, wie es halt ist. Aber ich wusste halt, mit den heutigen Mitteln, die halt jeder irgendwie zur Verfügung hat, auf jedem Heimcomputer, kannst du halt was schaffen, was 80er Jahre High-Budget-Filme nicht hinbekommen haben. Und du kriegst es heute mehr oder weniger über Nacht hin. Ob es die Matte-Paintings sind, ob es die Musik ist, was halt bei mir nächster Punkt ist, den ich gleich nochmal ankratze, oder was auch immer. Du kriegst heute als privater Hobbyfilmer halbwegs problemlos hin, eigentlich was Besseres als in den 80ern hinzubekommen. Außer jetzt, es gibt 10.000 Explosionen, die kriegst du natürlich nicht hin. Aber ja, und da war dann halt der nächste Punkt. Für alle Aufnahmen, die irgendwie drinne sind, also in Räumen spielen, da brauchte ich halt nicht nur Nebel, da brauchte ich noch irgendeinen Faktor, der es halt irgendwie das Budget nach oben treibt, also den Look nach oben treibt. Und wenn man auch Science-Fiction-Filme aus der Zeit guckt, Aliens, Blade Runner, was auch immer, überall ist Neon, sind Neonröhren. Neonröhren sind so ein ganz wichtiger Bestandteil des Looks der 80er Jahre. Und darum habe ich dann bei eBay geguckt und habe mir 3 Neonröhren bestellt. Das ist halt ein Test, den ich an einem freien Wochenende während Lasko noch irgendwann im September, Oktober halt gedreht hatte. Ich habe einfach probiert, wie ist es, wenn ich einen Raum voll mit Nebel schieße und dann einfach Neonröhren ins Bild lege. Die Szene ist dann übrigens auch im finalen Film drin, weiß Mikey nicht, also jetzt weiß er es, aber wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich eigentlich schon irgendeine Szene drehe, die ich im Kopf hatte. Genau, auf jeden Fall war mit dem Neon, mit diesem Test war ich mir halt sicher, dass ich halt einen bestimmten Look, den ich erreichen will, dass es wirklich genügt, 3 Neonröhren zu haben und 2 Bauscheinwerfer. Wenn irgendwann mal der Film fertig ist, was er bis heute übrigens noch nicht ist, werdet ihr diese 3 Neonröhren in fast jeder Einstellung sehen, die nicht draußen spielt. Ebenso wie den Nebel. Der übrigens auch draußen überall ist. Also Nebel habe ich dann überall eingesetzt. Also ja, egal. Auf jeden Fall dann ein weiterer Punkt für mich war, Musik. Wie kriegt man jetzt Musik in einem Film, den man selber macht, hin, die halbwegs authentisch wirkt? Mein Problem ist, ich kenne halt viele Freunde, die irgendwie Musik machen, sind aber alles irgendwelche Rocker, die nicht allzu zuverlässig sind. Also ich hatte die Hoffnung, dass ein paar von denen irgendwelche Musik machen. Das hat jetzt auf manche Songs habe ich halt 2,5 Jahre gewartet, die sind bis heute noch nicht da. Dann war der nächste Gedanke für mich, eigentlich wäre Orchestermusik und so total toll, aber als Low-Budget-Typ, der selber, also ich wollte die Musik dann irgendwie selber machen, kam ich auf die tolle Idee. Auf jeden Fall kriege ich es auf gar keinen Fall hin, Hans-Zimmer-mäßige Musik zu machen. Ich kann halt probieren, was ich will. Ich habe nicht diese Chance, dieses Niveau zu erreichen. Aber da ich ja diese coole Idee hatte mit den 80er Jahren und meiner Hommage, dachte ich mir, dass so ein John Carpenter-Soundtrack mit einem Synthesizer perfekt passen würde zum Film. Und der ist ganz einfach hinzubekommen. Du hast einen Synthesizer, machst klick, 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 noch einen schönen Drumloop drüber und ziemlich schnell schaffst du halt eine gute Atmosphäre halt irgendwie zu erzählen. Und das kriegst du halt heutzutage problemlos mit der ganzen Technik hin. Ja, auf jeden Fall waren so meine ganzen Grundgedanken.
Und Mikey war ja nun auch irgendwie dabei und wir haben einfach angefangen zu drehen. Mikey hat mich gebeten, dass wir anfangs keine Schauspielszenen drehen, da er sich noch relativ unsicher gefühlt hat, was für mich absolut kein Problem war, da ich ja noch keine Story hatte. Daher eigentlich alles vollkommen in Ordnung. Also ich habe einen Grundablauf von der Story gehabt, also wusste ich ungefähr, was passiert. Und nun habe ich mir nacheinander überlegt, wie kann man halt einen 90-Minüter machen, wo ganz viel Schlägerei drin sein soll, der halt mehr als die typischen Martial-Arts-Nerds irgendwie interessiert. Und da war halt meine Herangehensweise so, dass jede Action-Szene total verschieden aussehen musste. Also ich wollte unbedingt eine Barschlägerei drin haben, die aussieht wie eine Western-Schlägerei aus den 50ern. Dann richtig coole Kampfszenen mit halt vielen Tricks und alles Mögliche, die halt die richtigen Fans begeistern. Auf jeden Fall sollte sich alles abwechseln. Zwischendrin noch eine Schießerei, damit man halt Leute, die mehr auf Geballer stehen, halt auch zufriedengestellt werden. Auf jeden Fall haben wir dann halt erstmal so anderthalb Jahre lang gedreht, was halt, warte mal ganz kurz, ich habe eins noch vergessen, nämlich Mikeys Kostüm, darauf wollte ich ja eigentlich irgendwann von zu sprechen kommen. Ich hatte halt Mikey überzeugt, dass wir halt drehen und wir haben halt dann ein Wochenende lang gedreht und dann passierte was, was halt irgendwie in so einer Situation passieren muss. Mikey und auch ich wurden halt als Stuntleute für den Film Inglourious Basterds gebucht. Schön und gut, total toll. Ich kam ja dadurch auch aufs Gelände rauf, was ich halt sehen wollte, konnte es mir alles angucken. Das Ding ist, Mikey war auf einmal als Stunt-Double für einen alten Mann mit Glatze halt gebucht worden und hat halt alle Haare abgeschnitten bekommen. Was halt erstmal bedeutete, dass ich mit Mikey so 2-3 Monate halt nicht drehen kann. Was für mich an sich kein Problem ist, weil ich mache dann in der Zeit irgendwas anderes, plane irgendwie. Aber Mikey ist jemand, der ist ein Arbeiter, er will einfach schaffen, Dingsbumster, und für ihn war es halt ein Riesenproblem, dass wir nicht drehen konnten. Und dann hat halt ein Kumpel von mir gesagt, setz ihm doch eine Perücke auf. Er hat es als Scherz gemeint. Ich dachte, wow, cool, Perücke, total coole Idee. Habe mich angefangen zu erkundigen, was vernünftige Perücken kosten. Vernünftige Perücken, die für einen Film gut aussehen, kosten Vermögen. Das kann man nicht bezahlen. Die Perücke ist halt von einem Berliner Laden, Mask World heißt der, die hat halt mich 55 auf 65 Euro gekostet. Das ist halt eigentlich so eine Faschingsperücke. Die funktioniert eigentlich gar nicht für einen Film, also null. Weil diese Ansatzkante hier am Haar, die sieht halt so billig aus, dass das absolut nicht geht. So sieht die Perücke jetzt auch noch billig aus. Werde auch in den Zähnen, die ich gleich zeige, sehen. Aber dank dem Sprung sieht man halt die Kante halt nicht. Was es halt irgendwie die Perücke halt annehmbar macht. Und für mich gab es halt da, also dieser Look, dass er auf einmal ein Rocker irgendwie in die Richtung 80er Jahre Rocker ist, hat bei mir ganz viele Probleme gelöst. Weil ich wollte halt, dass Mikey andauernd im Film prügelt, dass er aggressiv ist, sich andauernd schlägt. Wenn du aber so einen normalen Typen erzählst, ist halt irgendwie schwer, warum prügelt er sich andauernd? Du brauchst immer irgendwie einen Grund, warum er sich prügelt. Bei einem Rocker nimmt man irgendwie schon an, dass er sich prügelt. Und man braucht dadurch nicht mehr ganz so viel erzählen und hat irgendwie automatisch durch diesen Look, den Mikey hat, einen Grund, warum er sich schlägt. Wie dem auch sei, ich zeige euch jetzt mal kurz einen Teaser, den ich irgendwann Juli 2009 oder 2010, glaube ich, gemacht habe. Da hatten wir dann halt, würde sagen, 65% der Action gedreht gehabt und ja. Thank you.
Ja, das war der zweite Teaser damals. Und vom Produktionstechnischen war es halt so, wie ich heute früh auch bei meinem Kurzfilm erzählt hatte, hinter der Kamera war eigentlich immer nur ich. Also ich war immer nur mit meiner Kamera da und das Wichtige für mich war, was halt vor der Kamera passiert. Viele der aufwendigsten Szenen, also wie jetzt zum Beispiel mit den, ich lasse einfach im Hintergrund ohne Ton laufen, viele der aufwendigsten Szenen sind so zustande gekommen, dass irgendjemand kannte, der zum Beispiel da ist so eine Szene mit ganz vielen Rockern, wo irgendwie bei einer Schlägerei 20 Rocker im Hintergrund stehen. Das halt mit dem Anführer der Rocker hat halt Mikey zusammen seine Lehre gemacht. Die haben immer weiter Kontakt gehabt und dann haben die halt mitbekommen, dass wir halt einen Film machen. Fanden sie irgendwie ganz cool und haben sich dann ein Wochenende im Oktober bereitgestellt, bei einer Rockerschlägerei irgendwie mitzumachen. Das sind übrigens hier Szenen, wo ich alleine halt Weihnachten durch die Gegend gelaufen bin mit meinem Kostüm und die Kamera hingestellt habe und mich gefilmt habe. Genau, noch was zum ohne Budget drehen, diese Einstellung hier ganz einfach. Die Einstellung, alle Leute, die da umfallen, bis auf einen, bin ich. Also wir haben da eine Kamera hingestellt, also Mandy und ich, das sind Freunde von mir. Ja. Kamera angestellt auf Stativ, sie schießt einmal alleine durch die Gegend und ich renne viermal durchs Bild, kipp um und dann wird es im Compositing, also Ed ist auch einmal lang gerannt, auf jeden Fall wird es im Compositing irgendwie zusammen gemacht und sieht dann so aus, als wenn sie ganz viele Typen halt erschießt. Hier, das bin ich auch, der da vorne liegt. Auf jeden Fall ist das dann halt, wenn man so kurze Einstellungen hat, eine ganz einfache Art, Großes zu erzählen, ohne irgendwie zumindest beim Drehen großen Aufwand zu haben. Auf jeden Fall bis zu dem Punkt ging halt alles so irgendwie relativ gut. Im Februar 2009 drehte ich dann halt mit Mikey, da sind ein paar Ausschnitte auch drin, so eine Szene, eine Riesenszene im Schnee, so eine Riesenschlägerei, was irgendwie so einer meiner größten Träume überhaupt war. Bloß genau an der Stelle gab es dann für mich erstmal einen Bruch, weil genau an dem Wochenende ist halt meine Oma gestorben, die einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben, was auch Filme machen angeht, weil sie mich immer unterstützt hat. Auf jeden Fall war für mich so eine Pause von 2-3 Monaten, wo ich alles in Frage gestellt habe und überlegt habe, ist das jetzt wirklich das Richtige, sich Tag und Nacht mit Film zu beschäftigen und mit all diesen Dingen und habe halt in der Zeit auch gar nichts gedreht, was halt für Mikey ein großes Problem war, da er halt wie gesagt so Arbeitertyp ist und immer was machen muss. Kaum, dass ich wieder auf dem Dampfer war, kam die zweite Staffel von Lasko. Was halt nochmal irgendwie 9 Monate halt Pause bedeutete, wo wir kaum was drehen konnten. Ich muss ganz kurz gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Auf jeden Fall ist es jetzt, also wir haben dann halt noch mehrere Szenen halt gedreht und jetzt ist es aber leider zu einem Bruch halt zwischen Mikey und mir gekommen, weil er halt, weil es ihm halt einfach zu lange dauert. Die Situation momentan ist halt so, dass er halt das Material mit allen Szenen von sich halt hat und seinen eigenen Film jetzt gerade probiert zu machen, in der Hoffnung, dass es halt schneller geht. Und ich habe jetzt, er ist halt aus dem Projekt abgesprungen und habe jetzt ein neues Projekt mit den ganzen Action-Szenen, wo ich jetzt eine neue Story irgendwie drumherum entwickeln muss. Es wird irgendwie klappen, ist vielleicht für euch aber ein interessantes Projekt, weil es wird irgendwann 2 Filme geben mit den gleichen Action-Szenen, die anders geschnitten sind und eigentlich aus 2 verschiedenen Sichtweisen. Und da ist so einer der wichtigsten Punkte, die ich jetzt für mich in den letzten mittlerweile 3 Jahren mitbekommen habe, wenn man so ein Projekt annimmt, das ist was ganz anderes, als wenn man einen Kurzfilm macht. Meine Kurzfilme konnte ich, egal ob ich 4 Monate dran saß, in einer relativ überschaubaren Zeit irgendwie fertig machen. Wenn man halt Szenen über 3 Jahre liegen hat und dann halt keinen Anfang und kein Ende hat und die nicht beenden kann, ist das von der Motivation ganz schwer, wird es irgendwann ganz schwer, weil man nichts hat, was man irgendwie fertig macht. Also man hat ein Projekt, wo man immer ein bisschen dran arbeitet, aber man beendet halt nichts. Und für mich hatte ich es halt so gelöst gehabt, dass ich zwischendurch immer irgendwelche Kurzfilme gemacht habe. Also irgendwie ganz relativ unaufwendige 1-2 Minuten Dinger, die aber beendet wurden. Damit ist meine Motivation wieder ein bisschen nach oben gegangen. Das Problem dabei, was ich absolut nicht beachtet habe, ist, dass Mikeys Motivation damit nach unten gegangen ist, weil er gesehen hat, dass ich was anderes gemacht habe. Was halt auch mit zu diesem Konflikt, den ich jetzt mittlerweile nicht mehr schlimm finde, ist halt so passiert, aber auf jeden Fall geführt hat. Aber eins würde ich noch sagen, was dann ganz interessant war bei Lasko ist, weil ich ja die ganze Zeit halt mit dem Stuntteam zu, also anders, meine Aufgabe bei Lasko war, die ganzen Kampfszenen halt vorzudrehen und mit zu choreografieren. Ich kenne halt Mathis Landwehr sehr gut, trainiere andauernd mit ihm und weiß da genau, was er irgendwie macht. Und damit war ich dann halt im Stuntteam drin, habe halt die Kämpfe choreografiert. Irgendwann kam Mathis dazu, hat noch kleine Änderungen gemacht.
Und ja, dann haben wir halt diese Szenen vorgedreht. Ein Vordreh ist halt, dass du die komplette Kampfszene mit jeder einzelnen Kameraeinstellung, mit jedem Schnitt schon mal in der Stunthalle gedreht hast. Das ist daher gut, da bei einer Produktion wie Lasko oder auch andere Actionproduktionen hast du halt für so eine Kampfszene, für die jeder Film irgendwie 4-5 Tage Zeit hätte, hast du halt vielleicht, wenn du Glück hast, einen Drehtag. Meist bei Lasko war es halt so, da die wussten, dass Mattes total fit ist und dass wir diese Vordrehs gemacht haben, haben wir halt 4 Stunden für eine komplexe Szene halt gehabt, was halt nichts ist, also null, gar nichts. Aus dem Grund haben wir halt diese Vordrehs gemacht und damit ging es dann, war halt am Set eigentlich nur Fließbandarbeit. Der Regisseur kriegt den Vordreh ein paar Tage vorher, guckt sich an, meint okay, cool oder nicht und stellt halt ein paar Kameras auf und macht es einfach 1:1 nach. Im besten Fall 1:1, im schlechtesten hält er einfach 4 Kameras rauf und hofft, dass es irgendwie wird. Was halt wirklich die schlimmste Lösung ist, weil wer schon mal Kampfszenen gemacht hat, du kannst nicht für 4 Kameras die Kampfszene gut aussehen lassen. Du kannst für 1 Kamera die gut aussehen lassen. Mit Glück, wenn der Winkel von der 2. Kamera der gleiche ist, sieht es da auch noch gut aus. Alles andere ist halt Schwachsinn. Ja. Aber das Gute für mich war, der letzte Drehtag von Lasko war halt vorbei. Mattes war ja in meinem Film drin. Und der Stunt-Koordinator von Lasko, Stunt-Koordinator von Lasko wollte unbedingt eine Kampfszene in meinem Film drin haben. Ich fand es auch total cool. Auf jeden Fall kam ich dann halt an in der Stunthalle und dann meinte Ramazan, der Stunt-Koordinator, okay Ulrich, heute bist du halt 7 Stunden der Boss. Du kriegst alles zur Verfügung, das komplette Equipment, was wir haben. Mach, was du willst. Was für mich auf einmal total der Horror war. Also, weil ich hatte alle Möglichkeiten offen. Einzig den kleinen Kampf haben wir halt irgendwie vorbereitet gehabt zwischen Mattes und Rama. Aber ich durfte auf einmal alles machen. Also ich durfte diese 4 Stunt-Leute, haben alles gebaut, was ich halt wollte. Und ich hatte jetzt nur diese Beschränkung von 7 Stunden, weil nach 7 Stunden, weil wir uns 1 Stunde später getroffen haben, war der Arbeitstag vorbei und fertig. Dann mussten die Leute versicherungstechnisch, aus welchen Gründen auch immer, halt raus. Und dann habe ich halt, glaube ich, den wildesten Dreh gehabt meiner ganzen Karriere. Also weil ich habe einfach auf alles geschissen, ob es Continuity ist, ob es Logik ist. Ich habe einfach probiert, irgendeine Action-Szene zu machen, die halt größtmöglich irgendwie wirkt. Was total cool an dem Tag war, was aber der absolute Horror im Schnitt ist. Wenn du einfach 10.000 verschiedene Ideen hast, die irgendwie zusammengewurschtelt werden müssen dann im Nachhinein. Ihr seht jetzt einen Rohschnitt, da ist schon Musik drunter, da fehlt die Mitte. Also ihr seht 2 Drittel der Szene. Ein Drittel in der Mitte fehlt und die Visual Effects, die ich irgendwie rübergesetzt habe, sind auch temporär, aber viel Spaß bei dem, was passiert, wenn man mir die Chance gibt, frei zu drehen.
Okay, also wie gesagt, die Szene haben wir so in 7 Stunden gedreht. Das Lustige ist, es ist halt eine. Die Stunthalle ist halt 3-mal so groß wie der Raum hier, oder 4-mal so groß vielleicht. Und wir sind eigentlich den ganzen Tag nur im Kreis um ein Auto gerannt. Und auch diese Szene, wo das Auto halt reinspringt in die Halle, hatte halt einen Fahrtweg von vielleicht 10 Metern und musste dann sofort eine Vollbremsung machen. Und darum sind wir halt 10, 15 Mal halt da rein. Und immer diesen kurzen Weg und alles, was ihr immer halt seht, diese kurzen Ausschnitte, das war halt wirklich alles, was irgendwie möglich war an Zeit, die man nehmen konnte aus den Takes irgendwie. Also länger konnte er dann nicht fahren. Lustig dabei war, dass halt dieser Sprung in die Halle rein, da ich ja immer mit einer Kamera drehe und hatte das erste Mal wirklich Kritik dafür bekommen, weil die Stunt-Jungs von Action Concept meinten dann, sie sind 3-mal reingesprungen und damit öfter, als sie für Cobra 11 gemacht hatten. Weil bei Cobra 11 machen sie halt so, die springen 1-mal rein und drehen es mit 14 Kameras. Und ja, das wäre jetzt erstmal von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich glaube, das Wichtige bei einer guten Kampfszene, also das ist jetzt meine momentane Meinung, die ändert sich alle 2-3 Jahre, aber meine momentane Meinung ist, achte darauf, dass es eine kleine Storyline darin gibt und dass es halt wirklich irgendeinen dramatischen Aspekt gibt. Also weil das kann halt deinen Kampf irgendwie nur aufwerten. Wenn du jetzt nur an coole Moves denkst, wird da ganz schnell total langweilig. Also denk dir eher aus, dass der Hauptheld halt 3-mal zu Boden geht und dann irgendwie das Grad so durch Glück schafft, hochzukommen. Da ist Jackie Chan ein ganz großer Meister drin. Der ist immer der Schwächere in der Kampfszene. Lustigerweise sind die ganzen Techniken, die er macht, auch relativ ugly. Also er macht keine sauberen Kampftechniken, aber er schafft es halt alles so gut zu verkaufen und auch dramaturgisch, dass er so ist, wie er ist, Jackie Chan halt. Ja. Genau, und dann noch eins. Auch mit der einen Kamera, ich würde probieren, wenn du eine Kampfszene filmst, choreografiere auch nach Kamerawinkeln. Also, weil da kommst du am schnellsten zu. Also immer für eine Kameraposition choreografieren und dann kommst du am schnellsten beim Dreh zumindest voran. Aus meiner Sicht. Hat es jetzt Sinn gemacht? Egal. Probiert einfach, irgendwas klappt schon. Du wolltest was fragen. Verschiedene. Arbeite gerade mit der 5D. Die meisten Aufnahmen, die hier zu sehen waren, sind. Canon XHA1 mit einem 35mm Adapter, was total absurd war. Als ich den Film angefangen habe, kam halt die 5D raus. Die 5D Mark II, bla bla bla. Und mein erster Gedanke war, Spiegelreflexkamera mit Videofunktion, Schwachsinn. Ich kaufe mir eine richtige Videokamera. Habe mir eine richtige Videokamera gekauft, habe mir einen 35mm Adapter gekauft, plus Objektive und habe im Endeffekt irgendwie mein ganzes Erspartes 4.500 oder 5.000 Euro dafür ausgegeben. Gleichzeitig parallel kam die 5D auf den Markt, die halt viel bessere Bilder rausbringt. Aber meine Sturheit hat mich daran gehindert, die gleich zu bekommen. Aber ich glaube auch, du kannst mit jeder Kamera drehen, die irgendwie gerade auf dem Markt ist und trotzdem gute machen. Ich bin in dieses Stunt-Business reingekommen, indem ich einfach immer wieder Kampfszenen gedreht habe. Also und der die letzten 10 Jahre in Kurzfassung. Ich hatte halt erstmal mit guten Freunden in Berlin irgendwelche total schlechten Kämpfe gedreht, also die wirklich grauenhaft schlecht waren. Aber dann wurde halt Steffen Hacker auf mich aufmerksam und der hat in der Zeit die Vorproduktion für Kampfansage gemacht. Kampfansage, für die, die es nicht kennen, ist halt so ein deutscher Independent Martial Arts Film mit Mats Landwehr in der Hauptrolle und ganz viele vom Hacker Movies Team und viele, die heute hier auch in den letzten, heute und gestern Vorträge gemacht haben, haben sich durch dieses Projekt kennengelernt. Auf jeden Fall war ich bei dem Projekt, ist eine lustige Seitengeschichte, ich habe halt angefangen als Location Scout. Damals war der Film noch irgendwie als 5 Millionen oder 10 Millionen Film geplant und sollte halt eine ganz riesengroße Story werden. Und meine Aufgabe wirklich nur Location Scouting. Dann wurden halt die Mittel gekürzt und mit jedem Mittel, was halt von Action Concept oder anderen Produktionsfirmen für Kampfansage gekürzt wurde, ist meine Position gestiegen, weil ich damals kein Geld wollte und einfach irgendwie rein ins Projekt. Auf jeden Fall hat es damit geändert, dass ich halt da dann als Making-of-Mann halt ganze Making-ofs gefilmt habe und irgendwas. Und irgendwann hat halt Johannes und Mattes mitbekommen, dass meine Making-of-Aufnahmen bei den Kampfszenen teilweise besser sind als die von den Hauptkameraleuten und darum sind dann im fertigen Film auch lauter C-Kamera-Aufnahmen, also darum habe ich überhaupt diesen Credit bekommen, C-Kameramann, bei Kampfansage und das war dann so der erste Einstieg und ich bin dann sehr gut befreundet gewesen mit Mattes, der jedes Mal, wenn er eine Kampfszene brauchte, haben wir irgendwas zusammen gemacht und dann kam das irgendwie von ganz alleine, also ich habe eigentlich, interessanterweise, ich habe mich nie irgendwo beworben, nie ein Praktikum gemacht, nie
ein Studium, also ich habe probiert zu studieren, wurde aber immer abgelehnt. Und ich habe einfach immer meine eigenen Projekte weitergemacht. Und da wurden dann immer irgendwie Leute aufmerksam auf mich und haben mich irgendwie mit dazugeholt. Und dann hat es halt da geendet, dass ich jetzt bei Lasko die ganzen Kämpfe choreografiert, gefilmt und geschnitten habe. Ja. Noch irgendeine Frage? Ja. Wann hast du angefangen mit Also so die ersten Kampfszenen gedreht hatte ich mit einer Hi-8-Kamera von meiner Mutter mit 13, 14. Da war es dann so, dass ich halt selber einfach im Zimmer stand und probiert habe, mich selbst zu verprügeln. Also ich hatte keine Gegner und habe da ja immer probiert, so Zwillinge zu spielen und irgendwie probiert, das halt umzusetzen. Dann mit der Zeit wurde es halt ein bisschen besser, weil halt Leute dazu kamen und es einfacher mit Leuten halt irgendwie zu drehen. Und dann selber mit Kampfsport habe ich halt irgendwann 96 angefangen, mal ein Jahr da gemacht, mal ein Jahr da. Da ist aber für mich so ein ganz wichtiger Punkt, Filmchoreografien haben nicht allzu viel mit Kampfsport aus Kampfsportschulen oder so zu tun. Das ist halt, ich bin sogar mittlerweile der Meinung, nachdem ich halt wirklich viele Kämpfe schon choreografiert habe, wenn du eine richtig gute Kampfszene machen willst, hol dir einen Tänzer und bring dem halt die Bewegung vom Kämpfen halt bei. Das funktioniert meist besser, als dass du dir einen Kampfsportler holst. Also weil ein Kampfsportler hat, also das ist jetzt natürlich ein Vorurteil, aber halt auch meine Erfahrung so ein bisschen, die wollen halt immer möglichst zeigen, was sie halt können und alles richtig doll auf Kontakt machen und so, und das ist nicht der richtige Weg. Es geht einfach darum, was schön aussehen zu lassen, und schön sieht nicht immer aus, was in der Realität funktionieren würde, also eigentlich fast nie. Also was im Film funktioniert, funktioniert auf der Straße meist nicht. Genau, aber daher. Ich habe immer mal ein paar Probestunden da, ein paar Probestunden da, mal ein Jahr da, habe aber nie lange Kampfsport gemacht, aber Filme geguckt, ganz viele. Genau, die, jetzt gibt es sogar eine Geschichte, also weil ich habe gesagt, jetzt nachdem, also ich wollte das Projekt auf gar keinen Fall den Bach runtergehen lassen, und auch, ich, ganz kurz zu Mikey, ganz viele Szenen, die ich jetzt hier in dem Film geschafft habe und so, wären ohne Mikey absolut nicht möglich gewesen. Ja, also er ist so ein ganz wichtiger Teil von dem Projekt, da er sehr gut organisieren kann, sehr gut Leute ranholen kann, und ich bin so mehr künstlerisch, ich probiere irgendwas Dings, aber bin... Mache ich es nicht heute, mache ich es halt morgen, ist mir egal. Irgendwie. Und dadurch waren wir halt eine super Konstellation, und er ist halt, ohne ihn wäre vieles halt nicht möglich gewesen. Er macht jetzt halt, wie gesagt, seinen eigenen Film. Und ich habe mir jetzt diesmal sogar eine Story ausgedacht, die ich heute nicht verraten werde, aber diesmal habe ich diesen Fehler nicht ganz so doll. Also ich habe noch kein Drehbuch, aber ich habe eine komplette Story, richtig. Aber das heißt dann beim nächsten Film erkennt, gibt's ja ein Screening. Ich hoffe, ja. Also der sollte nicht mehr allzu lange laufen, weil jetzt bald fängt das vierte Jahr an und ist dann doch schon hart. Noch irgendeine Frage? Okay, dann danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch.